Und hier sind wir wieder bei Let's Play Assassin's Creed 2. So, wir sind immer noch ein kleiner Heugammler hier, wie ein kleiner Bauernjunge. Aber das war's jetzt hiermit. Der verbreitet schon wieder Lügen über uns. Da würde ich mal sagen, reißen wir gleich mal diesen Steckbrief ab. So, gleich mal weg hier, weil da sind schon wieder Wächter hinter uns her. Gut. Das ist schon mal geschafft. Was machen wir denn dieses Mal hier in San Gimignano noch? Was könnten wir denn machen? Reißen wir erst einmal den Steckbrief ab und dann würde ich sagen, machen wir die nächste Aufgabe schon wieder. Beziehungsweise Hauptaufgabe sind ja alles Aufgaben hier, aber ihr wisst, was gemeint ist. So, wo ist denn das? Nee. Nicht ganz oben, oder? Doch, wir müssen ganz hoch. Gut, dann einmal nach oben. Ja, ich komme dir vielleicht bekannt vor, aber lass mich einfach in Ruhe. Ah, na gut. Der will's wirklich. Richtig hart und dreckig. Naja gut, gehen wir erstmal weg. Ich meine, wir senken gerade unseren Bekanntheitsgrad und dann kommt der daher und macht einen auf Besserwisser. Du verbreitest Lügen über mich. Was bildest du dir ein? Ah, Moment. Das ist doch ein Dieb, oder? Verdammt, was mache ich denn für einen Scheiß? Bitte verschont mich, ich bin unschuldig. Wie habt ihr das gemacht? Mich bekommst du nicht. Oh doch, ich bekomme dich. Ich glaube, den muss ich jetzt rammen und einmal umwerfen, dann bekomme ich ein bisschen Geld, oder? Scheiße! Scheiße! Ja, im Suff abgeschlossene Wette. Das könnte zu... Genau hier, hierzu passen, nicht zustimmen. Ja. Ich weich doch nicht von dir ab, mein Süßer. Komm lieber her. So, ich nehme die Abkürzung, wenn das überhaupt eine sein soll. Und, jawohl. Kann ich den auch noch umbringen? Ja, kann ich. Gut. Ach Mann, die Herolde langweilen mich. Die verbreiten doch nur Lügen über mich. Ich töte nicht einfach so. Ein paar Diebe und so, aber komm, das reicht doch. Bedenkt auch. Wenn ihr ein oder zwei mehr drückt, so, da oben ist der Erinnerungsanfang und der Wächter. Ach komm. Ich kann ihn nicht sehen. Ja, ach was. So, Dreckswächter. Gut, dann mal ab zur Hauptaufgabe. Bei solchen Freunden. Jacopo de Pazzi bis zum Templertreffen verfolgen und dann eliminieren. Nun ist es also soweit. Jacopo ist dran. Ach, wir müssen ihn erstmal finden, na toll. Wenn ich mich nur lange genug beherrsche, führt er mich zu seinen Templerbrüdern. Ich werde mehr Namen auf der Liste haben. Ist doch wunderbar. Dafür müssen wir ihn aber erstmal verfolgen und das ist immer nie so leicht. Zumindest für mich nicht, weil ich immer so viel Aufsehen errege, aber naja. Ihr werdet es schon sehen, das schaffen wir schon irgendwie. Irgendwie klappt das immer. Irgendwann, irgendwo, irgendwie, genau. Dieser Mantel, wie schrecklich unkleidsam. Das ist ein Tisch. Eccolo! Da! Oh nein, oh nein. Die Wächter kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Weiter so, weiter so. Ach komm, das dauert zu lang. Einmal Kehle durchschneiden. So, jetzt können wir ihn weiter verfolgen. Aber am besten sollte ich sowieso auf die Dächer gehen. Sind Sie zu spät? Mich haben Sie nicht gesehen, so viel weiß ich. Oh oh. Hier sind noch mal Wächter. So, kurz hier verstecken. Und weiter geht's. Gut, jetzt kletter ich aber sofort wieder auf dem Dach rauf, wenn ich wieder die Möglichkeit habe.
So, jetzt. Da oben ist zwar ein Wächter, aber der wird uns schon nicht sehen, hoffe ich. Und jawohl, kurz schnell weg hier. Kurz schnell, was ich schon wieder laber. Ihr wisst, was gemeint ist. Ja, ja, ich gehe schon runter. Wir dürfen auch nur 30 Sekunden die aus dem Sichtfeld verlieren. Ansonsten hätten wir die Mission natürlich verloren. Aber sobald man die einmal wieder sieht, sind die 30 Sekunden wieder aufgefrischt. Das ist gut so. Was planst du mit den anderen, Jacopo? Tja, noch ein bisschen lauter und er hört uns, Ezio. Also mach mal ein bisschen halblang hier. Bisschen leiser. Oh, da vorne der Wächter, der passt mir jetzt gerade gar nicht und ich habe gar keine Wurfmesser dabei. Dann vergifte ich ihn einfach. Oder das geht auch so, oder? Da ist er, Laju. Ah, verdammt. Was mache ich denn immer für einen Scheiß? Bäm. Und nochmal. Ach, verdammt. Ich dachte, er haut den Kopf ein. Das wäre lustiger gewesen. Ich meine, Wächter und ein eingehauter Kopf, das passt immer gut. Ach komm, der geht jetzt nicht zur Leiche hier, oder? Oh, Mann. So, nehmen wir mal das Schwert auf hier. Einfach, oder nee, Schwert. Ist der eher ein Streitkolben, meine ich? Jetzt, schnell. So, mit den aufgehobenen Waffen kann man leider auch nicht wirklich springen und so. Oder klettern, weil dann lassen die sie immer fallen, aber egal. So, die gehen jetzt aus dem Tor raus. Das heißt, wir müssen hier hoch dann auf der Leiter. So, schnell nach oben. Der Wächter schaut uns zwar an, aber macht nichts. Auch gut. Gut, lassen wir mal wieder die Waffe fallen. Denn die bringt uns eigentlich nichts. Ich meine, wir haben selber unser Schwert und das reicht uns. Hier, unser schönes Schwertchen. Schaut sogar wirklich ganz schön aus. Naja, die sollten mal schneller laufen. Sind die Templer auch dort? Was? Venedig? Na dann ab nach Venedig, oder? Wo geht ihr hin? Bla 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 bla. Ich verstehe nur bla bla bla. Mehr verstehe ich leider nicht. Dio del Cielo. Er wird noch jemanden verletzen. So, die sehen uns gerade nicht, das ist gut so. Oh, verdammt, hier sind schon wieder so viele Wächter. Ich wette, genau hier bleiben sie wieder stehen oder so. Naja. Und der Heuhaufen da, ja, okay, hier gehen sie dann bestimmt rein. Das ist alles schon zu perfekt hier angerichtet. Oder? Habe ich recht? Ja, die Wächter gehen mit und die beiden gehen jetzt nach links, oder? Ja, wie ich es mir gedacht habe. Dann mal rein hier. So, die heuern wir mal an. Die... Ah, nee, nee, nee. Naja, antikes römisches Theater. Hier sind wir nun. Könnt ihr mal durchlesen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. So, ein Wächter ist noch da. Zwei sogar. Noch ein Contagiero. So, greift mal an, meine lieben Wächter. Oh, das sind Diebe. Na gut. Wie viele Männer sind für meines Vaters Tod verantwortlich? Haben wir uns schon mal getroffen? Scheiße, so... Oh, knapp. Gut, der ist besiegt.
Gerade noch so, das Treffen belauschen, ohne entdeckt zu werden. Da sollen wir hier in diesen Kreis gehen. Es tut mir leid, Maestro. Ich tat alles, was ich konnte. Doch der Assassine ist zu stark. Anscheinend. Sonst wären die anderen mit dir hier. Ganz zu schweigen davon, dass Florenz in den Händen der Medici bleibt. Das ist Francescos Fehler. Seine Ungeduld machte ihn unachtsam. Ich versuchte die Stimme der Vernunft. Wohl eher die Stimme eines Feiglings. Ihr habt gut reden, Signor Barbarigo. Hättet ihr uns gute Waffen statt dieses Mülls geschickt, den ihr Venezianer Waffen nennt? Wir haben eurer Familie vertraut und ihr entlohnt uns mit Untätigkeit und Inkompetenz? Und wenn ihr eure Fehler erklären sollt, habt ihr nur Entschuldigungen und Beleidigungen? Wie soll ich darauf reagieren? Ich weiß es nicht. Schon gut. Aber ich... Nein! Bitte! Nicht! Bitte nicht was? Ich kann das klären. Nur verschont mich. Nein. So eine Sauerei. Tut mir leid, dass ich eure Beute erledigt habe. Assassine! Habt ihr geglaubt, ich würde nicht erwarten, dass sie uns folgt? Dass ich es nicht plante? Wir spielen dieses Spiel schon länger als ihr. Tötet ihn. Ich weiß, ihr tut nur, was euch befohlen wurde. Wenn ihr mich gehen lasst, verschone ich eure Leben. Ha! Hört euch den! Ha! Hört euch das nur an! Er hat... Ha! Na super. Auch noch mit Speeren kämpfen die. Und wir sollen jetzt Jakobus Leiden beenden. Aber zuerst kümmern wir uns natürlich um die Gegner hier. Ist doch logisch. So, einmal durch den ganzen Körper durch. Und ja. Ja, das hat sich ja jetzt alles gedreht hier. Das war ja alles schon geplant, was die hier alles gemacht haben. So, einmal die Axt bitte her. Und bäm. So läuft das. Und Jakobo, stöhn mal nicht so rum. So, die Stangenwerfer kann man am besten mit ihren eigenen Waffen besiegen. Deswegen warte ich natürlich auch. Ah, Mann. So, jetzt. Eine schöne Stange hier. So geht's immer am besten. Mann. So, ja, Jakobo, ich komm schon. Stöhn nicht so rum. Geh voran. Ohne Angst und ohne Last. Requiesca in pace. Ja, wunderbar. Bei solchen Freunden ist somit abgeschlossen. Alles passt. Der Unbekannte hat Jakobo besiegt oder eliminiert, sage ich mal. Und ja, Sequenz 5 ist beendet. Okay, was auch immer das jetzt heißt. Ja, okay, es heißt Sequenz 5 ist beendet, das ist klar. Aber jetzt kommt dann wieder was Neues. Republik Florenz, 1480 mittlerweile schon. Und ja, was machen wir denn hier zurück in Florenz? Das interessiert mich jetzt mal. Ein Gespräch mit Leonardo steht auf jeden Fall bestimmt mal wieder an. Da gehen wir auf jeden Fall vorbei, ist doch logisch. So, aber was ich jetzt noch sagen wollte, der Unbekannte hat wie gesagt jetzt Jacopo erledigt. Und ja...
Wir haben uns gerade noch aus den Klauen der Gegner hier befreien können. Und ja, wir müssen nun mit Lorenzo de' Medici wieder reden, weil wir hier am Palazzo Medici wieder sind. Aber das machen wir natürlich erst im nächsten Part und deswegen würde ich sagen, bis dahin, meine Freunde. Und ja, hoffentlich eliminieren wir diesen Unbekannten bald, weil der macht uns hier echte Probleme. Und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Part jetzt. Mein ganzes Gelaber hat nun ein Ende und deswegen bis zum nächsten Mal. Haut rein!